Marc Schneider, das 0-0 gegen St. Gallen am vergangenen Sonntag war vielleicht nicht extrem glanzvoll gewesen, aber ist es vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen? Vielleicht nicht glanzvoll, aber für uns wertvoll. Nach dem Spiel in Bern, nach dem Derby, wo wir 5-1 verloren haben, war es für uns ein wichtiger Schritt gewesen, dass wir wieder zu 0 spielen, dass wir gewisse Sicherheit gewinnen, und für das war das Spiel sicherlich auch da gewesen. Ein Problem waren die vielen Eigenfehler, die jetzt in diesem Spiel passiert sind. Hast du da eine Erklärung, warum das so war? Oh, schwierig. Schwierig. Wieso? Also, natürlich, man strotzt im Moment nicht vor Selbstvertrauen en masse, obwohl wir immer noch in einer sehr, sehr guten Situation sind. Wir müssen das, so den Fokus wieder so auf die einfachen Sachen legen. Und dann bin ich überzeugt, kommen auch die guten Aktionen wieder und dann kommt das Selbstvertrauen wieder. Also von dem her bin ich da sehr positiv. Was heisst es, den Fokus auf die einfachen Sachen legen? Also wie sieht das Training so aus jetzt in dieser Woche? Ja, wir arbeiten sicherlich auch im Hinblick auf GC, was wir gedenken, was uns wird erwarten. Es ist noch so schwierig, weil sie einfach ein Spiel gemacht in Basel. Und sonst auch die Freude vermitteln, den Spass, den Willen, die Leistung zu zeigen, zu bringen, auch schon im Training. Und nicht, es braucht einfach den Spass, es braucht die Freude von jedem Einzelnen. Und dann bin ich überzeugt, werden unsere Resultate wieder positiver sein. Wir stehen vor einer sehr intensiven Woche. Eben jetzt geht es am Samstag, dann am Dienstag der Cup-Halbfinale zu Luzern auswärts und am Samstag darauf geht noch einmal gegen Luzern. Wie schätzt du das ein? Sind wir parat für die Aufgabe? Das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, wir sind nicht parat. Nein, wir freuen uns extrem auf die Woche. Die kann genau unsere Meisterschaft oder unsere Saison absolut in die richtigen Bahnen lenken, indem wir uns vor allem mit der Meisterschaft auf das fokussieren müssen, als allererst unsere Punkte holen und nachher auch im Cup eine Runde weiterkommen, sprich im Finale. Also wir freuen uns brutal auf die Woche und da wird es jeder Einzelne auch dementsprechend brauchen, und das ist das, auf das, was wir uns freuen. Eine der meistgehörten Fragen jetzt im Umfeld des FC Thun aktuell ist, wie geht es Matteo Tosetti? Wann kommt er endlich wieder zurück? Kann man da schon mehr sagen? Nein. Also er wird Ende der Woche wieder zu Thun sein und hoffentlich auf dem Platz können trainieren. Also bis jetzt noch nicht auf dem Platz können trainieren. Also sprich, wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht. Er muss schmerzfrei werden und bleiben. Und das ist die Hauptsache. Und nachher schauen wir dann weiter.